Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin schon wieder zu spät dran. Ich werde bestimmt Ärger kriegen von dem blöden Mitarbeiterschwein und ich habe immer noch keine Uniform, ganz schau. Ich habe nirgendwo eine gefunden. Kein Mensch verkauft McDonalds-Uniform. Ich weiß nicht, wie ich eine kriegen soll. Guten Morgen, hallo, ist hier irgendjemand da? Nein? Okay, dann bin ich hinter dem Tresen. So, puh, hat keiner gemerkt. Es ist irgendwie 8.03 Uhr. Ich glaube nicht, dass das ein großes Problem ist. Hallo? Es ist 8.03 Uhr. Nee, es ist 8.03 Uhr. Nein. 8:03 Uhr. Es ist schon so spät, wirklich? Ja. Oh, dann habe ich die Uhr falsch gelesen. Es tut mir voll leid. Es tut mir leid, dass ich zu spät bin. Ich gebe ab, ne? Du musst jetzt noch dazu arbeiten. So, also, 24 das Stunden. Das wird abgerechnet. Oder von dem Lohn wird das abgerechnet. Okay. So. Ja, du kriegst weniger Lohn dafür, wenn du nicht so viel arbeitest. Aber okay, darf ich mal. Was verdiene ich denn? Was verdiene ich denn? In meiner Schicht? Das muss ich dir doch nicht sagen, oder? Doch, ich bin doch der Angestellte hier. Sicher? Ja. Ich meine. Dein Arbeitsvertrag? Werde ich eigentlich für gestern noch bezahlt? Arbeitsuniform? Ich hab nirgendwo eine finden können, es tut mir leid. Das ist nicht meine Schuld. Ich nehme mir noch eine, okay? Ich weiß jetzt nicht genau. Das sieht nicht aus, wie jemand den nähen könnte. Ist das M schief aufgenäht, sehe ich gerade. Das ist voll schief. Keine Ahnung. Das ist nicht meine Schuld. Dein Hut ist auch schief. Wir sind eigentlich nicht mehr McDonald's. Wir haben einfach nur das M drauf geklatscht, ja. Oh, okay. Das erklärt auch die komische verdünnte Ketchup-Suppe, die ihr hier verkauft. Wir verkaufen die ja nicht. Wir bieten sie nur an, dass wir es machen. Okay. Wir sagen nicht, dass wir Suppe machen. Ja, aber ist ja auch egal, was verdiene ich denn für gestern? Bloß, dass du zu spät gekommen bist, kriegst du noch einen Abzug von 1 Euro. Ja, okay, 1 Euro Abzug, das ist nicht so schlimm, okay? Den 1 Euro, das ist kein Problem, den nehme ich. Dann kriegst du 2,7459 Euro. Was? Euro? Ja. Was? Ich habe gestern stundenlang gearbeitet. Warte, das ist der Tageslohn, aber nicht der Stundenlohn? Nein. Du bekommst jetzt für alles, was du bis jetzt gemacht hast oder nicht gemacht hast, bekommst du 2,745. Ja, wie soll ich drehen? Oh Gott, das ist ja schrecklich. Okay, dann, Wie sollen wir die Stromkosten bezahlen? Also meine Miete kostet im Monat 500 Euro. Wie soll ich das denn bezahlen? Ja, das ist nicht mein Problem. Selbst wenn ich hier 30 Tage im Monat 24 Stunden arbeite, kriege ich nicht genug Geld für meine Miete. Ja, kann ich da auch nichts für. Aber ich muss auch noch was essen. Nein, musst du nicht. Essen wird überbewertet. Ja, aber dann sterbe ich doch. Nein. Du darfst dir eine Pommes nehmen. Aber das ist doch nicht genug. Ich bin doch... Nein. Nein. Oh. Doch. Oh, toll. Ja, ist okay, ich arbeite ja schon. Gehen Sie weg, ist mir doch... Ich anstrengen. Ich streng mich an. Vielleicht kriege ich dann ja eine Gehaltserhöhung. Ich hoffe, ich kriege eine Gehaltserhöhung. Ich kann nicht für... Es gibt keine Gehaltserhöhung. Okay, vielleicht steige ich aber auf. Vielleicht werde ich ja zum Filialleiter oder sowas. Dann kann ich bestimmt auch mehr Geld verdienen. Dann bin ich das, was er ist. Und dann kann ich vielleicht einfach mehr Geld verdienen. Dann ist alles gut. Dann habe ich kein Problem. Und dann kann ich auch meine Miete bezahlen. Ja, gar kein Ding. Und vielleicht kann ich über die Zeit ein bisschen was ansparen. Und irgendwann kaufe ich mir ein schönes kleines Haus in der Nachbarschaft oder in einer anderen Nachbarschaft. Mal gucken, je nachdem, was ich finde. Und ich glaube, dann ist alles gut. So, immer positiv bleiben. Oh, schönen guten Tag, Herr Vermieter. Hallo. Was kann ich für Sie tun? Willkommen bei McDonald's. In Ihrer Wohnung sind keine Kameras. Warum sagen Sie das immer wieder? Nur damit Sie wissen, dass keine Kameras sind. Okay, danke. Für die Info. Wir sind ein kamerafreier Haushalt. Okay, was darf ich Ihnen denn bringen? Vielleicht eine Cola oder einen Burger, Pommes, Burger mit Pommes und Cola. Mehr haben wir nicht im Angebot. Bitte wählen Sie eins der oben genannten Sachen. Nein. Nein? Keine Kameras. Okay, keine Kameras. Toll. Was haben wir denn? Haben wir noch irgendwas anderes? Kann ich irgendwas anbieten? Oh, wir haben Kuchen. Vielleicht kriege ich die Leute ja mit Kuchen. Ich bring mal kurz den Müll raus und guck, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. So, zack. So, okay, dann ist es hier wenigstens ordentlich aufgeräumt. Hier sind die Pommes vorbereitet und theoretisch, falls ein Kunde kommt, kann ich dem bedienen, denke ich mal.
Guten Morgen! Und wir sind hier bei dem neuen McDonald's, der vor kurzem erst aufgemacht haben. Wir reden hier gerade mit der, laut meiner Info, unfähigsten Arbeitskraft bei McDonald's. Entschuldigung? Guten Tag. Hey, was soll das denn? Ich lese gerade, das ist nicht McDonald's, McDonald's, okay, McDonald's, wir sind hier bei McDonald's. Hi, Film ist nicht erlaubt hier auf dem Gelände. Das ist mir egal, ich bin Journalist. Oh, okay, du bist Journalist? Was machst du denn so? Schrägstrich YouTuber. Oh, wie cool, du bist YouTuber? Ja. Wie heißt denn dein Channel? Was? Kann ich dir folgen? Ja, aber das ist mir relativ... Ich mache jetzt so zu viel Geld, ich brauche nicht mit dir reden. Warte, wie viel Geld machst du denn? Ich bin so... Ich verdiene ja... 6 Milliarden Abonnenten. Was? Ich verdiene hier am Tag 3 Euro und ich kann meine Miete nicht bezahlen. Wie kann ich auch YouTuber werden? Na, nee, das sag ich dir lieber nicht. Hey! Also, ich glaub nicht, dass du es hinkriegst. Wieso nicht? Was muss man denn können? Bitte, hilf mir! Erstens nicht bei McDonald's arbeiten. Ich brauch den Job! Ich bin gestern auch erst hier angefangen. Hab gestern ja, hier angefangen. Aber... Du hast ja nicht mehr eine Uniform an, weißt du? Ja, weil es nirgendwo McDonald's-Uniform gibt. Außerdem brauche ich als YouTuber ja keine. Das ist aber McDonald's hier. Wer hat dir gesagt, dass es McDonald's heißt? Der, Verkäufer? Welcher Verkäufer? Das Schwein mit der Uniform. Ah, okay, warte mal. Du nennst deinen Arbeitsgeber Schwein? Nein, bitte hör auf zu filmen. Ich nenne den nicht Schwein, es ist ein Schwein. Ach so, okay. Was hat er gemacht? Warum ist er ein Schwein? Nee, es ist ein Schwein. Es ist einfach cool. Okay, Leute, ihr müsst herhauen. Wir haben hier gerade eine richtige krasse Skandal-Story. Bei McDonald's sind Schweine als... warum bezeichnen sie ihren Arbeitgeber als Schwein? Was hat er gemacht? Es ist ein Schwein. Er hat nichts gemacht. Es ist ein Schwein, der sich eine McDonald's-Uniform angezogen hat. Sie wollen mir erzählen... Kannten ihn schon vorher oder so? Oder nein, oder was? Ich kannte ihn nicht vorher. Ich habe hier gestern erst angefangen. Habe ich doch erzählt. Okay, Leute, also es ist ganz komisch. Ich glaube, die Person, mit der ich gerade interviewt, die ist ein bisschen Detsch im Kopf, aber. Ey! Lässt man schon. Entschuldigung. Ja, was denn? Ja, was denn? Du sagst mir doch, dass das einfach. Jetzt hör auf, hier zu filmen. Nein, das ist wichtig. Das brauche ich für die Views, so. Hey, wenn ich dir jetzt schon geholfen habe, kannst du mir bitte helfen? Ich will auch YouTuber werden oder irgendwas machen, wo ich nicht 3 Euro am Tag verdiene. Du könntest vielleicht Cutter werden, weißt du? Oh, okay, ich könnte Cutter werden. Soll ich deine Videos cutten? Nee, du solltest einfach im Garten meine Blumen cutten. Oh. Also schneiden. Oh. Okay. Ja. Hier wohnst du? Ja. Halbe Straße. Ich weiß, es ist nicht besonders. Ist nicht besonders toll, aber. Ich mach hier zu, ja. Ja. Das ist meine bescheidene Bude hier, aber. Oh, das sieht schön aus. Du hast einen ganzen Kasten voller Bananen, bist du des Wahnsinns? Ja, das ist für ein Video. Okay, was für ein Video? Warte, kann man das Licht anmachen? Ja, ich glaube, dein Lichtschalter ist kaputt. Ja, für das Video, ich lasse einfach einen Gorilla in der Schule frei und verstecke überall Bananen in den Jackentaschen der Schüler. Oh, das ist ein witziges Video. Ja, das klingt voll witzig. Okay, hier ist dein Bad. Ja. Kann ich mit hochkommen? Was ist denn hier hinten? Oh, du hast ein richtiges Esszimmer? Oh, Mann. Ja. Ich habe kein richtiges Esszimmer, ich habe nur die Küche. Ja. Oh Gott, au. Wenn du Treppen. Warum hast du kein Geländer hier dran? Soll das modern sein oder was ist das hier für ein Müll? Ich bin schlau genug, damit ich das nicht brauche. Ich falle mal runter. Ist das eine Falle? Ja. Warum? Darum. Hast du Angst vor Einbrechern? Ja. Ich hab echt Angst hier. Die meine Videos stehen wollen. So, okay. Also. So. Meinst du, ich kann bei dir anfangen? Keine Ahnung, Cutter? Oder? Ja, hier die Blumenmuster cutten. Nein, aber deine Videos vielleicht? Ich bin echt gut im Schneiden. Ich hab damals, als wir so Urlaubsvideos gemacht haben mit der Familie, da habe ich die auch immer geschnitten. Ich habe ein super Schnittprogramm. Okay. Nee, ich brauche nur jemanden, der sich um die Pflanzen kümmert, weil ich hab... demnächst ein Video machen, wo ich dementsprechend zeige, wie toll ich mich um meine Pflanzen kümmere, deswegen. Oh, okay. Ist hier hinten dein Studio? Ich sehe schon ein Greenscreen. Ja. Das ist ja krass. Geh mal bitte raus. Ja, geh bitte. Okay. Sicher? Ich muss... Also, schickst du mir... Oh, dann stelle ich mich einfach hier hin. Ja? Ja, okay, gut. Ja? Und jetzt guckst du einfach nur doof. Okay. Danke, das reicht.
Und jetzt haben wir ein Video? Ja, jetzt haben wir ein Video, ja. Okay. Das Thumbnail. Hey, Leute! Dieses Mädchen ist ein bisschen besonders. Was soll das denn heißen? Ja, du hast doch bei Dings auf Insta McDonald's abgearbeitet. Ja, aber jetzt ja nicht mehr. Hey Leute, ich bin neue YouTuberin. Abonniert meinen Kanal und so. Ne? Nee. Nee. Du musst, das muss viel mehr Alarm machen. Du musst reinschreien. Wie denn? Schrei mal. Schrei einfach. Als ob das jemand erschrecken würde. Oder schrei. Ich kann nicht auf Kommando schreien. Muss man das können? Schrei einfach. Ich erschreck mich ja gerade nicht. Das muss noch mal. Und das genau das wie eben muss einfach noch mal. Okay, ich bin bereit. Ja, ich stehe vor der Wand. Ja. Okay, aber was ist denn das für ein Video? Erkläre ich dir nachher. Los, schrei einfach los. Los, fang einfach an zu schreien. Los, 3, 2, 1. Okay, Leute, da habt ihr es gesehen. Diese Idiotin, die schreit einfach so direkt los, wenn man es ihr sagt. Ist das nicht super? Lasst einen Daumen nach oben da. Danke, tschüss. Also das ist ein gutes Video. Ja, die Leute lachen über dich und endlich vielleicht dein Haus mit Eiern beschmeißen, aber mich bei mir passt schon. Wird wie es machen. Danke. Okay, dann gehe ich jetzt nach Hause. Ja. Danke für die ganze Hilfe. Ciao. Leute, ich weiß ja nicht, ob das jetzt so viel gebracht hat, ganz ehrlich. Ich hab keine Ahnung. Ich gehe jetzt wieder nach Hause. Es ist frustrierend. Ich brauche einfach irgendeinen Job, der nicht, keine Ahnung, McDonald's ist, oder? Ich weiß nicht, ob das mit YouTube klappt. Ich schneide jetzt erstmal mein Video, was ich aufgenommen habe. Vielleicht, ne? Ich kann das gut. Ich kann das wirklich gut. Ich muss hier keine Blumen schneiden oder so ein Quatsch. So, ich nehme euch mal mit und zeige euch, wie ich jetzt mein Video schneide. Und zwar nehme ich dafür das Programm Filmora 9. Also, das ist einfach das aktuellste von Filmora. Und das wurde mir sehr empfohlen und das ist voll das coole Programm. Und ich habe mir jetzt das Unicorn Magic Paket runtergeladen, weil ich meine, wir alle mögen Einhörner und ich dachte, das passt eigentlich ganz gut zu meinem Video, was ich machen möchte. Und wir nennen das Ganze jetzt mein neuer bester YouTuber. Jetzt ist ein bisschen klein, aber das ist nicht schlimm. Freund. Das machen wir mal größer. Das geht nicht größer. Vielleicht geht das doch größer. Geht größer. Supertastisch. So. Das heißt, da haben wir schon mal voll den coolen Start. Dann sieht das so aus. Hey, Leute. Dieses Mädchen ist ein bisschen besonders. Oh, das sollte eigentlich nicht so sein. Naja, vielleicht können wir das ja alles ein bisschen verschieben. So, zack. Und dann sieht es vielleicht cooler aus. Dann haben wir jetzt das Intro. Und dann kommt das Video. Hey, Leute. So, dann geht's weiter. Und wir machen... was haben wir denn hier? Das ist alles noch in dem Einhorn-Pack drin. Ich glaube, es ist einfach wichtig, je mehr Effekte man hinzufügt, desto besser ist es. Das heißt, wo ich Hey, Leute sage, machen wir vielleicht einfach das Herzchen rein. Das können wir ein bisschen kleiner an die Seite machen. So. Hey, Leute. Dieses Mädchen ist ein bisschen... Das ist voll super. Dann machen wir noch den Edelstein dazu. So. Ups, da habe ich was kaputt gemacht. Wir machen den Edelstein auf eine neue Ebene. Macht er das? Ja, macht er. So, neue Ebene. Was? Sieht auch voll cool aus. Weil dann sehen die Leute, dass ich mir voll Mühe gegeben habe beim Editen. Und dann mögen sie das Video vielleicht lieber. So. Dann machen wir noch vielleicht... Okay, das war es jetzt, glaube ich, mit den Teilen. Obwohl, wir können noch das Einhorn machen. Einfach um zu zeigen, dass wir es haben. Weil das sieht auch voll cool aus. So, das kommt hier unten in die Ecke. Dann haben die Leute was zu sehen. Weil so sehen sie ja nur mein Gesicht, wie ich Hi sage. Aber so haben sie noch die verschiedenen, ja, ne, kleinen Elemente, die so rumwackeln. So, und jetzt, wo ich das gesagt habe, denke ich, sollte man hier so ein paar Sprenkler einfügen. YouTuberin, abonniert meinen Kanal und so. Ich glaube, das ist voll gut gemacht, was ich hier gerade gemacht habe. Dann schneiden wir das ab. So, und dann haben wir schon mal unsere Effekte erledigt. Dann, also beziehungsweise unsere Elemente. Dann brauchen wir noch ein paar Effekte. Ich glaube, damit wirkt das ganze Video cooler, wenn wir das einfach generell drüber legen. Und das können wir ja auch einfach über das ganze Video ziehen. Dann haben wir das bis zum Ende. Dann ist alles, was ich jetzt aufgenommen habe mit meinem neuen YouTuber-Freund,
kann ich dann ja hier einfach so ein bisschen magischer wirken lassen. Ich glaube, das ist voll cool. Dann mache ich das so rein. Was haben wir denn noch? Wollen wir noch ein paar coole Übergänge reinmachen zwischen den einzelnen Teilen? Vielleicht das hier? Mein Kanal und so. Voll super, voll super. Ich glaube, das muss noch ein bisschen länger nach da. Jedenfalls, das Programm, was ich benutze, heißt Filmora. Und das kann man sich runterladen. Wenn ihr es testen möchtet, könnt ihr euch das auch kostenlos runterladen. Da kann man dann halt das Wasserzeichen nicht rausmachen. Wenn man die Vollversion hat, so wie ich, dann braucht man da, hat man da keine Wasserzeichen mehr. Weil so sieht das nochmal ein bisschen professioneller aus. Und dann hat man viele coole Effektpacks, die man sich runterladen kann. Wie zum Beispiel das Einhornpack. Und kann dann da die ganzen Effekte reinmachen. Ich meine, man muss es vielleicht nicht so übertreiben wie ich gerade. Und kann auch ganz normal damit schneiden. Aber es ist wirklich ein gutes Programm und ich benutze das echt gerne. Und man kann das auch sehr, sehr übersichtlich gestalten. Jetzt müssen wir nur noch Musik zu unserem kleinen Projekt hinzufügen. Und dann sind wir auch schon fertig mit dem Video. Und dann so, immerhin habe ich jetzt auch mal was geschnitten und hochgeladen. Und vielleicht werde ich ja über Nacht berühmt. Ich meine, das ist doch oft so, oder? Dass man irgendwie ein Video hat und man kriegt es auf irgendeinem Grund angezeigt. Und dann werden die Leute über Nacht berühmt. Und ne, das ist der Plan. Jetzt klingelt jemand bei mir schon wieder. Lasst mich doch einfach mal in Ruhe. Hallo. Nein. Hallo. Nein. Ich, nein, nein. Ich bin dein größter Fan. Ich hab, was? Ja, ich hab dich in deinem Video gesehen. Ich hab noch gar kein Video hochgeladen. Ich hab auf YouTube, Olli. Oh. Er hat dich dumm leichten lassen, auf meinem Winzig. Okay, gut. Ciao. Ja. Ja gut, das war's für diese Folge Minecraft Stadt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und falls ihr neu hier seid, dann abonniert den Kanal. Und vielen Dank an Filmora fürs Sponsoren dieses Videos. Filmora ist das Schnittprogramm, was ich wirklich benutze, wenn ich meine Videos selber schneide. Also das erste halbe, dreiviertel Jahr habe ich komplett alle Videos mit Filmora geschnitten, habe das auch selber gekauft. Das Video jetzt ist gesponsert, also falls ihr da Interesse habt und euch das Programm selber runterladen möchtet, dann findet ihr den Link in der Beschreibung. Ich kann es wirklich nur empfehlen.